Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird's ziemlich lustig, das kann ich schon mal sagen. Ihr werdet Dinge sehen, die werdet ihr nicht glauben. Und ich werde hinter der Kamera sitzen und werde mir denken, nein, das kann nicht wahr sein. Warum zeigst du das überhaupt? Aber gut, ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass es zu meiner Zeit damals als Teenie nicht die Möglichkeit gab, sich im Internet Schminktipps zu holen. Ich habe dann letztes Mal so meinen Fotokarton ausgemistet. Da gab es noch nicht diese digitale Version von Fotos, ne? Dementsprechend ist der Stapel wirklich so groß gewesen. So groß. Da habe ich auch so einiges gefunden, wo ich mir dachte, Martina, um Gottes Willen, was hast du dir damals dabei gedacht, als du dich so geschminkt hast? Vor allem, dass du dachtest, das sieht gut aus. Ich will jetzt auch gar nicht lang drum herum reden. Ich zeige euch einfach, was ich meine und wir beginnen als erstes mit diesem Foto hier. Das ist so schlimm, Leute. Guckt euch mal den Pony, den nicht vorhandenen Pony an. Der ist so dünn, kann man das erkennen? Der ist wirklich so dünn, dass die Stirn schon durchguckt. Was zum Henker ist das? Aber gut, glaubt mir, es geht noch weiter. So, schaut mal her. Ja, der Zombie ist da. Das war kurz nach meinem Unfall. Aber auch die Brillen, ne? Also ich hatte irgendwie immer so Brillen, die ganz furchtbar aussahen. Jetzt ein Foto von einer Frisur, die ich total toll fand. Und hier, Leute, da sehe ich tatsächlich aus wie ein Drogenjunkie, ne? Also wirklich, guckt euch das mal an. Ich habe tatsächlich für diese Frisur jeden Tag fast eine halbe Dose Haarlack gebraucht. So hat die dann nämlich ausgesehen, wenn ich solche Spikes reingemacht habe. Aber ich finde das so grausam. Also, wenn ich jetzt die Bilder sehe, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen, weil ich kann es nicht fassen. Also, und ich fand wirklich, dass es damals gut aussah, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Da hatte ich zumindest noch Augenbrauen. Meine Herren, ey. Hei, hei, hei. Das Foto, was jetzt kommt, finde ich echt witzig. Ich glaube, das kann ich einfach mal so dastehen lassen. Ja. BVB und FCN. Was denn nun, Martina? Ich habe ja 7 Jahre lang Fußball gespielt im Verein. So, und jetzt kommt auch wieder ein Foto, um Gottes Willen. Ganz furchtbar. Also ich weiß nicht, ob was ich mir mit diesem Fischernetz auf dem Kopf gedacht habe. Das war mal Mode. Aber ich stehe auch da wie so, ich sehe aus, als wäre ich schwanger. Ja, und natürlich Schminkkünste des Todes. Die Augenbrauen, gebt euch das mal. Ich habe die bis zur Nase runtergezeichnet. Kann man das sehen? Und nur im Strichmodus. Immer heller Lidschatten, Kajal und Lidstrich. Das hat einfach ganz, ganz furchtbar ausgesehen. Vor allem, wenn dann die Augenbrauen nicht symmetrisch sind. Das ist unfassbar, ne? Das ist unfassbar! Die sind wirklich schief und krumm. Ich meine, gebt euch das mal. Und so bin ich vor die Tür gegangen, Leute. Ich bin wirklich so vor die Tür gegangen. Das ist kein Scherz. Wie bin ich überhaupt auf diese tollen Strichaugenbrauen gekommen? Ja, Christina Aguilera, natürlich. Und bin dann mal zur Kosmetikerin gegangen und habe gesagt, sie soll mich bitte so schminken, wie hier auf dem Foto von der Christina Aguilera. Da hatte die dann schon schwarze Haare. Also ich weiß noch, dass ich damals keine Ahnung, wie viel Geld dafür gezahlt habe, aber guckt euch das mal an. Bei einer Kosmetikerin. Und ich sehe aus, finde ich, wie so ein Panda-Baby. Als würden meine Augen so hier so, ja, so wie Stefan Raab damals beim Kunstflug. So sehe ich, finde ich, da aus. So, ja, ganz furchtbar. Ja, richtig cool bin ich da. Mir ist dann schon wieder eine andere Zeit. Da habe ich mir dann gedacht, ich muss mit meinem, da gab es so dunkle Lippenstifte nicht. Und dann habe ich einfach den Augenbrauenstift genommen als Lippenstift. Oder als Lipliner, ja. Jetzt kommt die geballte Ladung von Sexiness.
Oh ja. Also das sehe ich echt aus wie die Samantha Morgan, nur in blond. Ich kann mir nicht helfen. Das sieht so schlimm aus. Ich meine, hier mache ich dann ein bisschen auf cute. Aber schau dir mal an, wie weiß ich bin. Weiß und gelbe Haare. Das ist echt, also das ist die perfekte Mischung. Und diese zwei Bilder, ja. Jetzt gehen wir von weiß auf rot. Achtung. Das ist auch, und die Haare. Das ist so. Man sieht die Augenbrauen nicht. Ich habe aber trotzdem natürlich hellen Lidschatten bis oben, bis zu den Augenbrauen. Ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber ja, es ist kein Scherz. Die liebe Martina, ob man es glauben mag oder nicht, war bei der Bundeswehr. So, und das war direkt vorm Biwak. 3 Tage draußen schlafen, schön im Schützengraben liegen. Weiß nicht, wie viele Kilo das im Rucksack hinten waren. Waren es 20, 30 Kilo? Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt zeige ich euch mal das Nachherbild direkt nach dem Biwak, also wirklich direkt danach. Ich meine, manche Menschen sehen erschöpft auch noch gut aus. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Aber das ist wirklich, also das sehe ich aus wie ein Kerl, ne? Also Leute, jetzt mal ernsthaft, ich sehe da aus wie ein Kerl. Was ist denn das? Daneben ist meine Mama und ich sehe einfach mal genauso alt aus wie meine Mama. Tut mir leid, Mama, das war nicht so gemein, aber du weißt, wie ich es meine. Ich sehe nicht aus wie ein 17-jähriges Mädel. Leute, ich war zu dem Zeitpunkt 17. Das ist, ich komme dann, es tut mir leid, ne, aber ich komme darauf nicht klar. Ein schönes Bild von meinen Augenbrauen. Grandios. Absolut grandios. So, jetzt zeige ich euch noch ein, ach Gott. Ja, das sind auch so wunderbare Bilder einfach, wo ich mir denke, warum macht man sowas? Warum lässt man solche Fotos entwickeln? Aber ich war es nicht. Vor allem, ich meine, ich mache da wirklich eine Hackfresse, ne? Sowas lässt man doch nicht entwickeln. Schade, das war nicht sehr aus wie eine 50-jährige Frau. Wenn mir der Blazer wenigstens die Uniform passen würde, ne? Aber ich sehe da drin aus wie ein Sack einfach. Das habe ich damals eingeschickt. Die ersten Instagram-Moves. Das habe ich damals eingeschickt für die Bravo Girl. Da konnte man sich so ein Umstyling, was ich wirklich dringend benötigt hätte, liebe Bravo Girl, konnte man eben sich bewerben für so ein Umstyling. Aber wie ihr an den anderen Bildern erkennen konntet, ich wurde nicht genommen. Hier sehe ich ja eigentlich, also ne, ich habe hier zwar dünne Augenbrauen, aber ich sehe hier einigermaßen passabel aus. Also besser als hier, ne? Der im Hintergrund ist übrigens mein Opa. Schaut euch das bitte an. Das hat auch nichts mehr mit Schminken zu tun, wenn die Augenbrauen so gemalt sind. Das ist so heftig, dass ich bin da zu, das war auf einer Geburtstagsfeier, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das hier, so bin ich zu einer Geburtstagsfeier gegangen, Leute. Das ist doch mal Mut, oder? Ich war echt ganz schön mutig, du. Ja, wo wir gerade bei Mut sind, ne? Oh Gott, das... Wo sind die Augenbrauen, hä? Wo sind die Augenbrauen, Susi, wo sind sie? Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Ich steigere das langsam, ne? Also es kommt noch einiges. Ich wünschte wirklich, mir hätte damals jemand gezeigt, wie man sich richtig schminkt. Die Augenbrauen, ne, die sind gar nicht mehr so richtig nachgewachsen. Also deswegen habe ich ja auch jetzt pigmentierte Augenbrauen. Aber meine Augenbrauen-Schminkkünste haben sich natürlich auch ein bisschen gebessert. Ein klein bisschen. Und dann immer diese hässlichen Brillen dazu, ne? Ich meine, so, das war richtig Christina Aguilera-Zeit, ne? Ich meine, die Haare sind kaputt, die Augenbrauen sind nicht mehr vorhanden. Und ich trage eine Brille, die mir nicht steht.
So bin ich dann weggegangen. Immer weißer Lidschatten. Hier habe ich dann versucht, ein bisschen auf Gangster-Wangster zu machen. Als Kind fand ich übrigens immer diese Pilzhaarschnitte ganz toll, wie man hier sehen kann. Das sah echt immer von hinten aus wie so ein Pilz, wie so ein Champignon. Hier war dann noch Haare, ne? Also hier am Hals. Und das oben war alles wie so ein Pilzkopf. Und auch hier wieder sieht man, es gab damals so keine Concealer. Zumindest wurde mir das nicht gesagt. Hier ist auch wieder mal ein Foto von ultra kaputten Haaren und einen wunderschönen Lip Liner. Da kommen wir aber am Ende nochmal drauf zu sprechen. 17 war ich da auch. Ich weiß nicht, das sehe ich nicht aus wie ich. Das müsste, ich glaube, da war ich 15 oder so. Ja, Bleich des Todes. Das war der Hund, den ich immer ausgeführt habe, der Tobi. Der sitzt hinter der Regenbogenbrücke. Aber hier, achtet mal auf mich. Ich sehe da auch nicht irgendwie weiblich aus, finde ich. Ich meine jetzt mal abgesehen von, abgesehen von der Käppi. Der Hund ist süß, das oben drüber, das ist nicht so süß, aber gut. So habe ich mich damals beworben und so habe ich sogar eine Ausbildungsstelle bekommen, stell euch mal vor. Das ist auch ein ganz, ganz furchtbares Foto. So schlimm. Auch da finde ich, ich sehe aus wie eine alte Frau. Die Augenbrauen. Was habe ich mir damals dabei gedacht? Jetzt seht ihr mich mal mit schwarzen Haaren. Da waren die Augenbrauen zumindest noch ein bisschen dicker. So, jetzt kommt das Sträflingsfoto. Da wollte ich auch unbedingt nicht lachen. Kennt ihr das? Wenn die Dame dann hinter der Kamera sagt, und jetzt ein bisschen lächeln und jetzt nochmal mit lächeln und lächeln und lächeln. Und du denkst dir, Fresse, Fresse. Und da bin ich so stur geblieben und dementsprechend sieht es auch aus. Das ist auch so furchtbar. Das ist auch so schlimm, das Foto. Ich meine, die Haare waren das. Die Haare waren zumindest gut, aber dieser dicke Lid, nicht Lidschatten, dieser dicke Kajalstift ein. Der ist einfach mal so dick wie die Spaghetti-Träger vom Top. Hier, Achtung, jetzt kommt wieder eine kleine Steigerung, nur zum Vergleich. Hier ist jetzt auch nochmal ein ultra cooles Foto von mir. Wuhuhu. Auf diesem Foto bin ich, glaube ich, 14. Ja, die kleine Martina. Da war ich, Moment, ich überlege gerade, 8. Kann es sein, 8? So sah ich mit 8 Jahren aus. Und jetzt kommt der Oberhammer. Mit diesen Fotos habe ich mich tatsächlich damals beworben. Ich habe tatsächlich eine Stelle bekommen mit diesen Fotos. Also das kommt ja auch noch dazu, ne? Ich glaube, ich habe mich sogar zweimal mit den Fotos beworben. Doch, ich habe mich zweimal mit den Fotos beworben und ich wurde damit zweimal genommen. Aber das tut mir leid. Das ist so schlimm. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Guckt euch mal den Lip Liner an, ja? Also nichts verblendet oder so. Die Augenbrauen noch dazu. Die ultra kaputten Haare. Hier ein Piercing. Ich hatte ein Nasenpiercing. Ich hatte hier ein Madonna-Piercing. Die Ohrringe alleine beim Bewerbungsfoto. Gib dir das mal. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Diese Strass-Ohrringe noch dazu. Das ist so schlimm. Und jetzt nochmal hier eins. Ich meine, da haut es jetzt auch nicht raus, dass ich da so tue, als wäre ich hier Big Boss von irgendwas. Weil ja immer so einige Kommentare kommen, du kannst dich nicht schminken oder sonstiges. Ich glaube, ich habe mich doch um einiges gesteigert. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Lippenstift auf den Zähnen. Ich schau mal lieber nach. Natürlich habe ich Lippenstift auf den Zähnen. Ich finde auch, dass ich jetzt jünger aussehe als damals. Also in jedem Menschen steckt Potenzial. Gebt nicht auf. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.